Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu diesem Video, heute mal mit Facecam hier am Start. Ja, ist mal so ein kleines Projekt, über 3 Folgen hinweg probiere ich das, dann lasse ich es mal wieder weg und dann warte ich auf eure Antwort, wie euch das so gefällt und ob ihr die weiterhin mit drin haben wollt. Wir fahren hier heute weiter bei Events, denn da haben wir noch ein bisschen was in der Karriere zu fahren und hier ist der Ton ein bisschen wie laut. Gehen wir mal ein bisschen zurück, beziehungsweise hier auch mal ein bisschen in Richtung Spiel, dann höre ich mich nicht ganz so stark. Genau, wir sind hier immer noch in Schweden unterwegs, 2. Etappe. Ich habe eigentlich Lenkrad versprochen. Lenkrad ist es zwar nicht geworden, aber immerhin ist es eine Facecam geworden. Ich mir das gewöhnt, dass ich da auch mal ein bisschen hochschaue in Richtung Cam, damit ich auch euch in die Augen schaue. Wie gesagt, ist ein Projekt über 2, 3 Videos. Solange werden wir das mal ausprobieren und dann schauen wir dementsprechend weiter. Ich habe ganz vergessen, hier die Stoppuhr zu stellen. Ich kann mal kurz Smartphone rausholen, Stoppuhr reinklatschen und dann geht's weiter. So. Da haben wir es. Starten, damit das mal auch die Zeit so halbwegs im Griff haben. Und dann gehen wir mal weiter hier. Und dann schauen wir mal. Was müssen wir noch schaffen, damit dass die Leute zufrieden sind? Eigentlich. Ja, nichts mehr. Wir sind soweit im Grün. Wir müssen nur noch durchkommen. Bin mit der Recce fertig. Hab ein gutes Gefühl bei diesem Rennen. Ja, dann bin ich ja gespannt, was wir schaffen. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. In Kuppe, Sprung. 60 über Welt. Kuppe 60. Uiuiui, da geht's gleich mal hier los. Sprung 80. Links 4 über Welt. Rechts 3 über Welt. In rechts 4, lang durch Senken. Links 5 über Welt. Rechts 4 über Kuppe. In links 5. Ah, das war jetzt nicht so gut. Kuppe, vielleicht Sprung in rechts 6, links 5. Rechts 5. Eieiei, komm runter da! Links 3 durch Senke, Kuppe. Oh. Rechts 3 durch Senke, Kuppe. Links 2 lang über Welt. Rechts 4. Wir müssen nur ohne Fahrzeugbergung durchkommen und ohne 6, Strafzeit. Senke. Uiuiui. Links 5. Links 4. So viel zum Thema ohne Fahrzeugbergung. Da hätten wir fast schon was rausgehauen hier. Links 5. In links 6. 150. Achtung, langsam. Kuppe, Sprung. In rechts 4. Lang über Welt. Kuppe links 4. 60. Rechts 6. Dann gedauert die Etappe hier noch. Gleich wieder hier in Schweden einsteigen ist auch nicht gerade das Einfachste, was man nehmen kann. Komm, 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 komm. Rechts 4 über Kuppe. Links 2, macht auf, durch Senke, Kuppe senke. Rechts 4 über Kuppe. Einschlagen ist auch nicht das Wahre. Rechts 3 durch Senke, Kuppe. Links 2, lang über Welle. Rechts 4. Rechts 4. In links 4, durch Senke, Baumstämme aus. Achtung, rechts 3 durch Senke. Auwe, auwe, ja gut, zum Glück nicht auf der Seite liegen geblieben. Links 4, über Kuppe, 80. Rechts 4, über Kuppe. In links 5, durch Senke. Und Achtung, rechts 4, rechts 1, über Kuppe, Sprung. Lange Stage hier. In links 5, über Kuppe. In rechts 6, durch Senke. Rechts 5, Senke. Links 5, lang, Kuppe. In rechts 1. Oh, das ist aber keine 5. Durchatmen. In rechts 5. In links 6 lang. Links 3 durch Senke. Links halb über Kuppe. Sprung Baumstämme innen. In rechts 4 durch Senke. In links 4. Achtung. In links halb über Kuppe. Rechts 5 lang Senke. Links 5.
Rechts 5, überrennen. Links 4, lang, durchsenken. In links 3, überrennen. Rechts 4, überrennen. Links 4, in rechts 2, lang, überrennen. Gruppe bis Ziel. So, und da haben wir die Rallye jetzt geschafft. Ich muss dann noch ein bisschen was umstellen, damit dass ich mich auch mithöre. Ansonsten ist ja die Tonqualität hier ja, relativ unausbalanciert und das wollen wir natürlich nicht. Und da haben wir jetzt also den Sieg in dieser Rallye, in dieser Meisterschaft. Das ist natürlich was Gutes. Das Auto ist zwar ziemlich im Arsch, da dürfen wir wieder ein bisschen was blechen für die Reparatur, aber im Grunde sind wir relativ gut durchgekommen. Außer halt die letzte Stage hier. Wo haben wir drei Fahrzeugbergungen? Ich bin von alleine weggekommen. Ach komm. Ja gut, da haben wir Forge auch mal nicht begeistert. Gibt aber auch Schlimmeres. 117.000 Credits gibt es dazu aufs Konto. Und wir haben einen neuen Chefingenieur freigeschaltet. Der Klasse C, das ist natürlich gut. Das hilft uns natürlich auch weiter. Meisterschaftstechnisch sind wir auch Erster gewonnen, bringt aber keine Punkte mehr und auch keine Kohle mehr, die haben wir schon gekriegt. So. Was fahren wir? Oh, wir haben wieder Nachrichten. Wir haben 6 Stück. Omex Technology, wir freuen uns über deine jüngsten Leistungen und möchten uns für die gute Repräsentation unserer Marke bedanken. Das gleiche sagt auch nochmal Speedline. Da läuft ein Vertrag aus, okay. Ein hochqualifizierter Chefingenieur hat sich kürzlich beworben, den werden wir natürlich annehmen. Ja. Gut, da gibt es ein bisschen was an Lob. Das ist natürlich immer gut. Dann würde ich sagen, schauen wir, wie gesagt, wie bereits erwähnt, zu meinem Team. Da müssen wir bei den Mitarbeitern nämlich ein bisschen upgraden. Und zwar hier Chefingenieur. Da sind wir eh schon bei B. Ich glaube nicht, dass der C-Typ da besser ist. Ah nee, der ist auch B. Schau, wie viel der kostet. Also günstig ist der Kollege nicht, für das er sein Endeffekt auf demselben Niveau wie der Schäfer ist. Ja. Lass mal besser mal. Wir schauen mal hier, was da noch. Oh, wieder haben wir einen Techniker verloren. Da haben wir irgendeinen günstigen gekriegt. Das wollten wir eigentlich nicht. Und die C sind teuer. Leute, 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 was verlangen die denn? Gut, bevor ich 98 ausgebe, gebe ich gleich nochmal ein bisschen mehr aus und habe dafür, ja, einen besseren. Wir brauchen definitiv einen neuen und ich würde sagen, wir nehmen hier den Silver. Will er das annehmen? So, da haben wir den Kollegen. Da bin ich happy, da haben wir jetzt alles so weit, wie wir wollen. Wie sieht es hier bei den restlichen Kollegen aus? Bonus, keiner, so ist beärgend. Gut, da müssen wir verlängern. Wie geht denn da schon nochmal hier? X. Vertrag ändern über 6 Meisterschaften, 6%. Nimmt er an. Sehr gut. Hier auch dasselbe Vertrag ändern. 5% will sie. Größeren Anteil. 6% nimmt sie. Sehr gut. Die BR-Agentin braucht sowieso keine Kohle und die haben jetzt soweit alle. Schauen wir mal, ob wir hier BR-Agentin was Neues kriegen. Ja, eigentlich nichts Besseres. Dementsprechend lassen wir das Ganze mal. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal in den Kleinanzeigen, ob es da vielleicht irgendein altes Fahrzeug gibt, was wir noch nicht haben, was wir aber gerne hätten, beziehungsweise hier im Rallycross, weil da will ich ein bisschen weiterfahren. Da möchte ich hier bei den RX Supercars schauen. Gut, den können wir uns nicht leisten, aber den Citroën könnten wir uns leisten. Dann könnten wir hier unser eigenes Rallycross-Team aufbauen. Der wäre halt geil. Ich hätte halt gerne den... Oh.
Ja gut, da warten wir, glaube ich, noch ein bisschen, dass wir uns da ein Rallye-Auto zulegen. Ich würde dann aber noch sagen, dann gehen wir nochmal hier in Richtung Classic Rallye und zwar Gruppe B Heckantrieb. Ist auf jeden Fall eine interessante Rallye. Achso, ich glaube, die kann ich noch gar nicht fahren. Schauen wir einfach mal, was wir erst fahren. Ist, glaube ich, besser. Karriere. Hier könnten wir, glaube ich, die Finalen fahren. Die vier World Rally Cross. Will ich aber aktuell noch nicht. Da will ich noch warten. Da will ich mit einem eigenen Auto starten. Was haben wir hier noch? Wir haben den Asphalt Cup haben wir absolviert. Die historische Frontantrieb Rallye hätten wir noch. Wir hätten noch die historische Intercontinental Rallye. Dann die haben wir bereits. Und die historische US Open haben wir auch noch. Ich würde sagen, wir nehmen in der US Open, setzen wir fort. Ford Escort MK2, den haben wir. Da haben wir eh nur die zwei Klassen hier und den Ford Escort besitzen wir dementsprechend. Gehen wir mit denen auch an den Start, fahren in Michigan, 2x5 Strecken. Ein Teil fahren wir heute, ein Teil fahren wir das nächste Mal und dann das übernächste Mal fahren wir das Ganze dann zu Ende. So. Schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Ach, meine Haare sehen auch aus hier. Halleluja. Und so gehe ich vor die Kamera. Geht doch gar nicht hier. So. Wertungsprüfung 1 von 5. Hoffentlich wird's was. Ich weiß nicht, wie sich der Escort verhält. Ich weiß auch nicht, was von den Sponsoren ist, solange die noch bei uns sind. Was müssen wir da machen? 11 mal schnellste Zwischenzeit dürfte machbar sein. Weniger als 4 Fahrzeugbeugungen sowie maximal 9 Strafsekunden dürfte auch machbar sein. Platz 6 ebenso. Eine Wertungsprüfung gewinnt dürfte auch nicht die Schwierigkeit sein. Mindestens eine saubere Wertungsprüfung, das könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Aber das machen wir gleich mal am Anfang hier mit dem Escort. Schauen wir mal, können wir das Fahrzeug irgendwie verbessern? Ja, wir können sogar einiges verbessern. Eigentlich wollte ich das verbessern hier. So ein alten Auto ist zum Glück nicht ganz so teuer. Nein, jetzt komm. So. Weil die 100 mehr haben wir definitiv fürs B. Die investieren wir gerne und dann ist auch der Wagen dementsprechend stabiler. Und wir starten die Wertungsprüfung. Also, alles okay. Konzentrier dich einfach auf ein gutes Rennen. Alter, der ausgestellte Kotflügel. Und einen geilen Dacho hier. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 4, durchsenke, mittig halten, über Kuppe. Links 5. In links 6, durchsenke, rechts 5. Und links 6, 200, 200 über den, 200. Mittig halten, Übersprung, Viehgitter, 130. Dass sowas auch drin ist, wusste ich gar nicht. 100, 200, 200, über den 60. Rechts 6 und links 5, 40 durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, rechts steil, 60, links 4. Und rechts 6 und links 5, 130, links 4, lang, innen rein, rechts steil, 200, offene Harnabe, rechts, rechts steil. In rechts 5. Links 5, 60, links 4 und rechts 6 und links 5, 150, rechts 6, über Kuppe, 200, 200 über Wellen, 100, links 6 und links 4, lang, 200, links 4, lang, innenhalb, rechts schneiden, 100, links 6, rechts schneiden. Und links 4, lang 80. Rechts 6, rechts schneiden. Und Wellen in links 4. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innerhalb. Rechts schneiden, 200. Rechts 4, lang, innerhalb. Anstrengend hier. 110 über Wellen. Links halten, über Kuppe, 60. Kuppe, 60. Scharf rechts, 60. Rechts schneiden. Links halten, über Kuppe, links 5, 80. Links 6. Und links 4, lang 80. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang 250. Links 6, über Kuppe, senke, 200. 200, über Wellen, 60. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden, 100.
links 4. Und rechts 6 und links 5, 60. Bremsen, über Kupfer. 110 über Welt, 150. Links 4, lang, innenhalb, rechts steil, 200. Rechts 6, über Kupfer, 250. Rechts 4, lang, innenhalb, 60. Rechts 5, nicht steil. Und rechts 4, nicht steil, 60. In links 6, durchsenke, rechts 5. Und links 6, 60. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 150 bis Ziel. Alles yes. Langsam für den Marshall. Nur 4 Sekunden Vorsprung. Das war aber hier richtig am Limit. Also wow, also hier ist die Konkurrenz definitiv stark mit den Kollegen hier. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Prüfung. Gut gemacht. Also ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen, dass ich das Ding auch geschaukelt kriege. Ergebnis wird hochgeladen. Wertungsprüfung sind wir natürlich erst, Eventer gehen ist auch. Und da haben wir nicht viel Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Auf den Dritten dann doch. Also auf den Dritten, auf Alpina, da haben wir schon ein bisschen was. Aber mit dem hier, da müssen wir uns dran halten. Wir haben jetzt aber auch schon die längste Etappe hinter uns. Eine geht sich definitiv heute noch aus. Die werden wir heute auch noch mitnehmen. Und ja, dann schauen wir mal, was bei rumkommt zum Schluss. Ich bin ja schon mal gespannt hier. Wertungsprüfung 2 von 5, weiter, ja, aktuell schnellste Zwischenzeiten haben wir 5, wir haben 0 Bergungen, wir haben eine saubere Wertungsprüfung bereits abgeschlossen, das war für mich ehrlich gesagt das Wichtigste, und jetzt regnen es auch noch Hecktriebler, Ford Escort. Sollte ein sauberes Rennen werden. Ja, dann gehen wir halt also Gas hier mit dem Kollegen. 5, 4, 3, 2, 1, los! 110 über Welt, 60. Links 5, 60. Rechts 4, durchsenken. Mittig halten, über Kuppen. Links 5, 200. Rechts 4, lang, innenhalb, 150. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. Links 4, lang, innenhalb, nicht steil, 100. Rechts 5. Und rechts 4, 60. Rechts 6, nicht steil. Und wenn in links 4. Und rechts 6, 80. Rechts halten, über Kuppen. 110 über Wellen, 60. Boah, das war ein Flug hier. Und links 5, 40 durch Senke, Spritzwasser. Rechts 6, über Kuppen, 80. 110 über Wellen. Links halten, über Kuppen, 60. Rechts 5. Und rechts 4, 60. In links 6, durch Senke, gib dein Scheibenwischer einen Ruck. Rechts 5. Und links 6. Geil, die Scheinwischer sind aus. Links. Rechts 5. Und rechts 4. Pfosten außen. Runter. Links 4. Geil, die Scheinwerfer sind. Die Scheibenwischer sind defekt. 150. Rechts 4. Lang. Innenhalb. 150. Links 4. Lang. Jetzt gehen sie wieder. Aber mit 160 hier lang brettern ist schon hart. Oh. So, das sind 7 Sekunden Vorsprung wieder. Boah, die war hart am Limit hier. Halleluja.
Würde ich sagen, wir gehen an dieser Stelle weiter. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben super. Ich bin jetzt aber raus, verabschiede mich und würde sagen, das nächste Mal fahren wir hier mit einem Escort weiter in Michigan. Bis dahin bin ich aber raus. Ciao, Leute.